zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs auf Lost Place Tour. Nein, bin ich nicht. Ich bin auf keine Lost Place Tour unterwegs. Wir sind heute unterwegs, Wildpark an den Eichen. Ja, und da sind wir heute mal so ein bisschen undercover unter Tieren. Da werden wir das eine oder andere wilde Tier sehen. Ja, mit dabei ist, guckt euch das an, hier, mit dabei ist Little Freya. Little Freya ist dabei. Ja, sie hat ganz viel Spaß und dann würde ich sagen, bis später. So, und das hier ist jetzt der Eingang zu einem städtischen oder Stadt Schweinfurt Wildpark an den Eichen. Das seht ihr hier. Ja, dann hier ist ein Spielplatz. Ja, Insta 360. Insta 360. Ja. Da haben wir auch schon das, die ersten Tiere. Weißt du noch, ob man das jetzt erkennen kann? Aber das probieren wir doch mal. Da, seht ihr das? Die ersten Tiere. Spielplatz. Und da hinten ist die Leihmeister Ranch. Hier ist die Genervte. Die Genervte. Schau mal, du sollst deine Tochter filmen. Aus dem Leben des Dumbles. Also das ist ein Dumble, was hier. Ja, hier ist zum Beispiel auch ein Spielplatz mit einer Rutsche. Ich weiß gar nicht, als wir das letzte Mal da waren, ob die Rutsche da war. Da hinten auf jeden Fall, wenn ihr das seht, da hinten ist das mit Wasser. Also da ist lauter Wasser drin, da kann man dann im Sommer im Endeffekt mit den Kids hier schön am Wasser spielen. Und das Geile ist halt, dass der Wildpark an den Eichen vollkommen kostenlos ist. Also das heißt, du kannst hier rumlatschen und es kostet dir halt keinen Cent. Und die Kinder können halt, wenn sie wollen, Tiere besichtigen. Das ist doch schon mal ganz geil. Mal hier die Mütze nochmal anständig aufsetzen hier. So. Weil wir ja im März auf die Idee kommen, nach so einem Park zu gehen. Ja, sind ja auf da hinten ist auch nochmal ein Spielplatz. Ein paar Fakten zu diesem Wildpark. Also er ist 18 Hektar groß, wurde 1966 gegründet und hat ca. 50 Tierarten. Also ist schon ordentlich und ist halt mitten in der Stadt Schweinfurt. Da eine Schwungschaukel. Haben sie ja auch gebaut. Also das ist quasi dann das gute Stück hier. Da hinten wird jetzt gerade was gebaut, keine Ahnung was. Hier läuft die ganze Bande. Die ganze Gang läuft hier. Hier läuft die ganze Gang. Natürlich haben wir einen Spürhund dabei, der im Endeffekt hier alles erschnüffelt. Der ist zu unserem Schutz. Ja, das ist der sogenannte Schutzhund. Also ich muss. Und hier habe ich meine Freundin dabei, die Zoe. Sie ist nicht
nicht ausgeschlafen. Die sind noch nicht aufgedauert. Also, das heißt, ich werde euch später ja, jetzt nochmal... Du darfst jetzt deinen Spürhund nehmen. Nein. Doch, weil die Mutti muss da zu ihrer Lieblingsbeschäftigung. Komm, Spürhund, hier bleiben. Freya hier. Freya. Natürlich haben wir jetzt hier auch die Freya dabei. Du kannst jetzt mal warten. Nehme ich mir Knäcke drauf. Da hab ich dann hinsetzen können. Da hinten ist auch nochmal ein Spielplatz. Ja, und das Ganze ist 1966 gegründet worden. Hier ist der gute Platz, wo es was zu essen gibt, die Waldschenke. Ja, und ich sag mal, bei schönem Wetter kann ja jeder gehen. Wir gehen bei Wind, Eis, Sturm. Zieh die Sonne auf. Gehen wir im Endeffekt spazieren. Ja, unsere Männer stinken, ist die Ausrüft, ne? Das war ja auch ein Schneeanzug, sag ich dir. Ja, zieh die mir gerade. Ich kann deinen Rucksack unten in den Kinderwagen rein und dann kannst du den Kinderwagen ziehen. Guck mal, so ist es. Die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder müssen jetzt hier bei uns die Proviant ziehen. Ne? Ich kann fallen. Weil er langsam weiter. Freya! Madame! Madame! Hör auf, die Scheiße! Hey, Liam! Er beobachtet mich. Ich seh ihn! Doch, dann schieb mir den Liam. Ich glaub, dann soll ich nachziehen. So, jetzt dein Führerschein, ja? Ja, du kannst das, ich weiß. Ich glaube, mit der Feier als letztes. Du lässt sie nicht sagen heute. Nein, ich muss nur halten. Hopp, schief. Ich ziehe nach. Hey! Du mit deinem Bienerchen. Du musst schon schieben, du. Schieben. Wir sind auch Ziegen. Da bist du nicht mit Gehege nicht. Das war ein Hufe, oder? Doch. Hier ist das Ziegenjäger noch. Das ist noch das Ziegenjäger. Ich dachte, das ist jetzt schon der Luft. Aber das ist auch neu. Also das war früher auch noch nicht, dass da dann so eine Art Feldbahn drin war. Das ist auf jeden Fall neu. Also alles in allem ist es ein wunderschöner Park, wo man mit seinen Kindern mal durchlaufen kann. Und wo man halt verschiedene Tierarten sieht. Ja,
Pornografie während des Videodrehs ist verboten. Oh, geil. Der Film ist bei neben seiner. Vor der Wimpel. So viele Streicheleinheiten habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. Bernd, hast du es gehört? Habe ich gehört. Bernd, hast du es gehört? Ich auch nicht. Du streichelst meinen Penis auch nicht? Das ist jetzt faszinierend. Guckt euch den hier an, den Bengel. Krass. Und jetzt kommt dann gleich das Tor der Wünsche. Ey, Vater, hör auf! Alina, ihr müsst das Tor der Wünsche und euch das wünschen. Jetzt laufen wir das Tor der Wünsche. Ey, wenn das aber jetzt nicht in Erfüllung geht, wenn ich mir das wünsche, ne? Dann. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Wünschen habe. Das Tor der Wünsche. Haben die doch mal einen Buch? Also. Das Tor der Wünsche besteht aus drei separaten Steinblöcken. Zwei Stelen aus Königsglatzer Elbsandstein und den darüberliegenden Torbogen aus dem Reinhardsdorfer Sandstein. Das Tor erinnert an seinem äußeren Erscheinungsbild an den maurischen Torbögen der Paläste von 1001 Nacht. Ein Eindruck, der noch verstärkt wird durch die bunten Kacheln auf der Rückseite des Tores. Gleichzeitig aber nimmt die bildhauerische ausgearbeitete Vorderseite Bezug auf die Tiere des Wildparks und verschiedene Sprichwörter und Assoziationen aus dem hiesigen Sprachgebrauch und Volksmund. Die zwei tragenden Säulen konfrontieren den Betrachter mit den beiden gegensätzlichen Polen der westlichen Gesellschaft. Das Tor der Wünsche. Der Eulensteg. Hm? Der Eulensteg hier. Eulensteg. Und da hinten ist auch eine Eule. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf dem Video erkennt, aber da hinten sitzt sie. Ist auch sehr geil. Ein ellenlanger Gang, sage ich jetzt mal. Und dann hat man halt hier die verschiedenen Vögel, wenn man sie mal sieht. Was ist das? Der Tampon? Ja, ich habe mich gerade selber Tampon. Ja, der Thomas hat die Gummibärchen da oben auf seinem Laterne. Hoppala! Nein, da muss sie den Schwanz gehen. Hoppala, ich freue mich selber. Ich freue mich selber.
Ich hab gesagt, der will nicht ihre Hand, der will den Lolli. Drück so mal nicht. Papa, film mich da mal. Aha. Naja, ob ich hier außerdem über den Schwanz war oder dein Großvater zu ständig zusammen. Nein, den hat sie mir freiwillig gesehen. So. Informationstafel. Lebensraum Totholz. Bäume, die aus Altersgründen absterben oder durch Schnee- oder Windeinwirkung umstürzen sind, Lebensgrundlage für viele Pflanzen und Tiere. Weil ich gehe nämlich, sobald ich offiziell die Pfanne von mir bin, gehe ich zum Jugendamt. Weil die Mama ist nämlich echt rabiat. Das wäre schon, wenn die ihr fast gegen die Leitplanke packt. Packe ich an die Haare. Meiner. So, Freunde, das war der Vlog aus Schweinfurt, der Wildpark an den Eichen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, kommentieren, liken, Glocke, ihr kennt das Spiel, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Herr Berndtilein, will euch noch was sagen? Was? Was? Jawohl, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Prost. Prost.